Hallo, willkommen zurück beim Red Talks für unser Let's Play Need for Speed Underground 2. Ja, weiter geht's. So, ich bin mit die Supra unterwegs. Die Supra, die haben wir voll getunt. Okay. Weiter geht's. So, ich weiß nicht, was soll man machen. Vielleicht ein Autoren für uns Zuschauer. Das ist hier noch warme. Okay, Bewegung, Bewegung. Ja, schlechte. Okay. Hot Run. Jetzt weiter geht's. Ich muss ihm abstellen. So, abstellen. Ich muss Abstand nehmen. Ah, die Supra ist wirklich Wahnsinn. Sie sehen auch gleich, so wie ich. Das ist halt Spaß. Haha. Und sechster Gang. Okay, der andere Kollege kommt. Aber oh, der verfolgt mich, ist noch die Frage. Und weiter, weiter, weiter. Ah, er kommt nach, er kommt nach. Aber ich glaube, ich habe ihn abgesetzt in dem Verkehr. Jawohl. Jawohl, wir haben das geschafft. Und wir dürfen eine Unique Performance Teile bekommen. Okay. Das fängt sehr gut an. Wir dürfen auch neue Teile bekommen. Ah, die Supra ist wirklich klasse. So, ich gucke, was könnte man noch machen jetzt? Okay, wir haben sowieso nur die Sterne zu machen. Dann werde ich sagen, wir gehen auf eine Sterne. Gehen wir hier her. Und weiter geht's. Hoppla. Die schön ein bisschen schwer zu übersteuern, aber das geht. So, die nächste Ort räumen wir aber noch nicht. Ah! Oje, oje! Ja, wie gesagt, ich habe die richtig getunt, diese Supra. Aber das ist nicht das Endball im Spiel. Ist auch schön gut, unsere Supra. So, weiter geht's. Ab, ab, ab. Ich rutsche ein bisschen. So, wir sind gleich im Ziel. Okay, wir nehmen das. Okay. Hopp. Wir müssen darüber gehen. Und weiter geht's. Jetzt Vollgas. Ich muss sagen, dass jetzt ich habe Spaß. Das war die Wagen, die habe ich noch nie gehabt. Damals in meine Spiele.
Weil ich weiß nicht mehr, was ich habe gehabt für ein Auto, aber das war nicht ein Supra. Ich glaube, ich habe irgendwie die Ford Mustang gehabt und dann, oh. Ah, die GPS, die GPS. Ah, ich muss wahrscheinlich wieder neu anfangen. Oder das Land, ich weiß nicht. Mal versuchen. So, Bewegung. Ah, er mit dem Taxi. Oh, yeah. Das wird schwer. Das wird schwer. Ich bekomme das nicht. Aber auf jeden Fall, das macht Spaß mit die Supra. Ja, und ich bin falsch abgebogen. Ja, okay. Okay, ich brauche mehr Konzentration. Sie sind auch gleich dasselbe. Ah ja, ich will wieder neue versuchen. Okay, jetzt. Das war kurze Störung, okay. Aber wir schaffen das. Aber die Supra hat fette Power. Okay. Jetzt habe ich mich nicht so falsch eingestellt mit die Navi. Ich verfolge das. Okay, ich mache einen Fall hier. Aber das geht schon. Ah, die Supra wirklich ein Mensch. Ah! Muss mehr konzentriert sein. Okay. Wir sind gleich da. Aber sie hören, wie sie drift. Oh je, oh je, oh je. Ich komme zu spät. Ah je, yeah. Ich komme zu spät. Ah, warum? Aber jetzt. Ich schaffe das jetzt. Oh, ich habe mich auf die falsche Taste gedrückt. Okay. Entschuldigung. Ich komme erstmal wieder zurück im Spiel. Seit jetzt 2 Wochen habe ich nichts gemacht. Und da merkt man schön, dass. Das ist auch nicht mehr so wie damals. Okay, weiter, weiter, weiter. Also sie trifft ohne Ende. Also sie hat einen Power Slide. Gigantisch. Wahnsinn. Okay, zurück, zurück, zurück. Ja, irgendwie muss ich noch diese Endlink schaffen. Weil die hat wirklich übertriebene Power. Aber das geht schon. So, jetzt gucke ich mal gerade auf die Karte. Wir sind gleich da. Ich muss kurz ihre Big. Okay. Aber wie gesagt, die
Ja, dann wahnsinnig, wahnsinnig Tempomotor. Okay, hier ist das. Ich habe das nicht wieder geschafft. Eieiei. Okay, das ist schon eine Anstrengung. Sie sehen alles live, was wird aufgenommen von mir. Ich schneide gar nichts. Ich muss wahrscheinlich die Wagen sehr, sehr viel Änderung machen. Im L-Link, weil, wie gesagt, die ist voll. Ich komm. Jetzt. Hallo. So. Jetzt. Ich versuche das zu wirklich das zu schaffen. Hier ein bisschen Nitro vielleicht. Ist unfassbar, dieser Super. Ah, Bewegung. Nein. Ah, ich hänge fest mit dem Taxi. Hallo. Ah, ich glaube, das ist wieder... Ah, das wird nichts. Das wird nichts. Okay, ich versuche das zu bekommen, wie die Anstellung, so wie die ist, aber ich muss das wieder wirklich umschrauben. Oh nein! Okay, jetzt. Mit Nitro muss ich aufpassen, weil wir haben auch nicht mehr so viel. So, voll Konzentration jetzt. Ja, wie gesagt, ich habe auch nicht die gleiche Anstellung, so wie alle. Da muss ich kämpfen. Und wenn man kämpft, ist auch richtig gut. Wo die Spiele habe ich auch auf Leiche gestellt, aber trotzdem mit meinem Lenkrad, da merke ich auch trotzdem, dass ich bin wirklich überfordert. Oh. Ah, ich habe das gesehen. Okay, meine Schuld. So, ich hoffe, Sie haben auch Spaß mit meinem Kanal. Ich bringe auch nicht jeden Tag dieselbe Video. Dass Sie sehen auch etwas anderes. Auf jeden Fall. So, jetzt. Achtung. Lass mich durch. So, ich muss aufpassen. 30 Sekunden. Keine Power Slide, bitte. Vielleicht schaffen wir das. Vielleicht, ja. Oh, das wird zu kurz. Und ich verpasse die Antritt. Eieiei. Eine neue Runde wieder. Entschuldigung, dass dieser Part dreht sich nur um einen Teil. Aber ich habe Spaß daran. Ich muss nur aufpassen, mich konzentrieren. Das Lenkrad ist für mich top, tipptopp. Okay, hier. Ah, ja, ja. Zu spät. Zu spät Gelenke. So, jetzt. Achtung. Jetzt. Ah, Bewegung, du mit dem Taxi. Hallo.
Ah, und er blockiert mich. Hallo. So, jetzt Volltempo. Ah, ich muss sagen, irgendwie die Strecke passt mir nicht, oder wie? Aber das ist das schnellste Auto, was ich habe. Okay, wir sind gleich da. Wo schwer wird's? Aber wie gesagt, ich spiele mit meine Gaspedal, weil ich habe gemerkt, dass wenn ich dreht voll drauf, dann ich rutsch wie ein Bekloppt. Boah, Achtung, Achtung, jetzt, wieder. Wir schaffen das. Ja, wir haben das geschafft. Das war cool. Wow. Okay, wir sind auf die GTI Mage. Ah, so ein schwere Rennen war das nicht, aber schwere Herausforderung für mich selber mit die Wagen. Aber die Wagen hat voll Power und die Handling, das muss ich noch verbessern. Aber bis jetzt Spaß ist da, Spaß ist dabei. So. Wir haben ein bisschen Kohl kassiert, okay. Jetzt muss ich gucken. Ja, wir haben ein Drift-Event, der ist darüber, aber die Drift-Event, da muss ich dann die Wagen umstellen. Weil das bringt nichts für den Moment. Wir gehen zur Garage. Ne, wir müssen nicht zur Garage gehen, oder? Ah doch, wir gehen zur Garage. Okay. Ich mache eine Umsetzung über die Performance. Ich lasse so, wie das ist. Sie haben auch gesehen. Wir machen noch die Teste. Sie werden auch sehen. Was war das? Drifte. Sowieso die Wagen, die knallen richtig ab. ...266,9. Ja, das hat sich nicht verändert. Okay. Nur die Handling muss ich verbessern. So, in Suspension, das muss man wirklich was machen. Dann werde ich sagen, da muss ich alles auf Erde stellen. Das ist diese Regel. Ja gut, die ist auf Maximum, okay. Frontschock, die machen wir ein bisschen niedrig. Auch das. Okay. Normal, das wird auch besser in Handling. Okay. Jetzt. Safe Profil. Yes, yes. Und Kit Tuning, okay. Okay. Ich weiß auch nicht, wie viel Geld da war. 1575, das ist auch nicht so viel. Dafür machen wir weiter. Ich weiß auch nicht, wie viele Minuten habe ich aufgenommen jetzt. Aber machen wir einen kleinen Schreck noch. Gehen wir bis die Sterne. Stern muss Sterne. Oder Stern ist Stern. Jetzt die Ending hat sich total verbessert. Ich rutsche nicht mehr so viel. Aber im Drift, da kann ich, glaube ich, wieder vergessen. Weil die Drift nicht mehr so gut. Jetzt gerade, das geht. Trotzdem, die Drift, trotzdem.
Aber die macht Spaß, die Wagen. Wirklich, die macht Spaß. Und mit dem Aufnahmeprogramm sowieso. Sie werden auch sehen, die Qualität ist auch nicht so wie beim OBS. Wenn die Leute folgen mich, die werden auch sehen. Das OBS für mich ist für den Moment nicht so ein Programm, der mich so begeistert. Okay. Dafür, ich mache die Party hier am Ende. Ich wünsche euch noch alles gut. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend, schönen Tag. Und wir sehen uns in die nächste Folge wieder. Und ciao!